Can't for my wins, I need my ends. This life is real, if they pretend. Aim off the bench, I get it in. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Wieder Back to Bike Content. Ich habe euch ja neulich schon mal gezeigt, wie ich mein Freeride-Rad zu so einem Free-Slope-Duro-Rad umgebaut habe. Und da habt ihr vielleicht gesehen, wie ich dieses Rahmenschutzkit angebracht habe. Und zwar ist das ein Rahmenschutzkit von AMS, All Mountain Style. Und in diesem Zuge möchte ich euch mal meinen neuen Sponsor vorstellen. Ab nächster Saison bin ich dann unter anderem für All Mountain Style auch unterwegs. Und die machen eben diese Frame Protection Kits, mit denen ihr eure Bikes halt sowohl optisch aufpimpen könnt, als halt auch einfach schützen könnt vor diversen Einschlägen, Kratzern und so weiter. Deswegen werden wir direkt auch mal mein Enduro-Rad auch noch ein bisschen damit aufpumpen. Außerdem machen die noch diverse Mudguards in geilen Designs und ähnliches. Und damit pimpen wir jetzt erstmal gerade das Enduro-Rad auf. Der Hof hier zeigt ziemlich geil so, wie das Wetter im Moment ist. Also nass, matschig etc. Deswegen Enduro Home Trail Season is on, würde ich sagen. All Black ist auch geil, aber ich glaube, mit diesem White Camo könnte es auch echt fresh aussehen. Da machen wir jetzt Camo White drauf. So könnt ihr eurem Rad mal eben ganz fix einen komplett neuen Look verleihen, wenn ihr mal ein bisschen Abwechslung wollt. Also wenn ihr denkt, euer Bike könnte auch mal ein neues Design vertragen, ich verlinke euch das unten in der Beschreibung und wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen Home Trails shredden. Let's go! Bisschen windig. Mal gucken, wie die Trails sind. Bin gespannt, wie der sich fahren lässt. Unten, glaube ich, ziemlich loamy. Könnte ein bisschen rutschig werden. Oben hier viele Wurzeln. Wir sind halbwegs oben. Bike sieht aus wie neu mit dem neuen Kit. Könnten sogar ein bisschen was von den Reifen machen für mehr Grip. Die sind schon wieder ein bisschen too much. So wie immer bei mir. Gruß geht raus an den Borkenkäfer, weshalb hier wahrscheinlich so viel abgeholzt werden musste. Erste Abfahrt, let's go! Alter, geil, das war fixer als gedacht. Übel geil. Ich glaube, das war die erste Runde auf dem Hometrail dieses Jahr. Boah, das geht gut rein. Ey, geil. Rad fühlt sich richtig gut an. Jetzt an den Ohren ist ein bisschen coldy, aber könnte man theoretisch ja auch so rüber machen, oder? Sind übrigens noch ein paar von im Shop erhältlich, aber sind die letzten, also wenn ihr noch eins wollt, schnell sein. Aber ich glaube, wir bestellen die demnächst auch nochmal nach. Das
sie vor Weihnachten noch einmal reinkommen, die Halstücher. Damit ihr auch wieder schön Banken ausrauben könnt. Ich warte jetzt gerade auf Mr. Photographer Yannick, aber die Sonne geht da hinten schon unter. Und ich glaube, ich muss wieder so einen Windschutz vor die Kamera machen. Vor der GoPro 8 hatte ich ja immer so ein kleines Schaumstoffding davor. Und für die 9er habe ich das noch nicht gebastelt. Das muss ich mal machen, damit das auf dem Trail nicht so rauscht. Haben hier aufgerüstet. Baum umgefallen, aber einfach mal ein kleines Boner drüber gebaut. Das hier war eigentlich ein Sprung. Also man ist hier so in die Kuhle reingefahren und dann hier so rausgehüpft. Aber durch dieses ganze Abholzen ist dieser Trail hier gar nicht mehr vorhanden im Moment. Da müssen wir darum. Wir fahren den zweiten Trail. Yannick ist mit am Start. Mit gesamtem Kamera-Equipment auf dem Rücken. Ready? Ja. Let's go. Aua. Mud-Section einmal umfahren. Okay, es ist jetzt ein bisschen dunkel hier. Jetzt auf Yannick warten. Jetzt wird es ein bisschen steiler. Oh, slippery. Oh. Marie. Wow! Okay, ich hoffe, Yannick findet den Trail. Ich wollte gerade durchheizen. Bei der kurzen Zeit, wie wir hochgeschoben haben, ist es so dunkel geworden. Ja. So Leute, der dritte Trail hier heute. Und wie ihr schon seht, hinter uns ist zwar noch ein bisschen Licht, aber wir fahren jetzt straight hier in die Dunkelheit rein. Ich bin mal gespannt, ob man auf der GoPro noch was sieht, und ich bin gespannt, ob wir überhaupt noch was sehen. Willst du diesmal vorfahren? Nee, fahr du mal vor. Ich sehe gar nichts mehr. Halsmaul. Oh. Oh. Ich kann das null einschätzen, wie das auf der GoPro aussieht, aber ich sehe einfach nichts. Kranke Scheiße. Oh. Da war auch noch ein Absprung. Das war dieses andere Sketchy. Das hätte auch richtig schief gehen können. Okay, wir sind wieder zurück. Andere Seite vom Spot, und der Mika, der zeigt mir jetzt mal hier seinen persönlichen Trailmarker Eigenbau. Let's go. Geiles Ding, Alter. Feier ich. Richtig geil. Real Grip. Pop it! Nächste Trail. Mika fährt wieder vor. Ich kenne ihn noch gar nicht.
Doch, geil, Alter. Feier ich übel die beiden Trails. So, wir probieren jetzt mal nicht einfach nur da reinzuspringen, sondern quasi da rein zu trippeln, quasi über die erste Landung hinweg und dann in die zweite Schräge rein. Gucken, ob wir den Schwung kriegen. Drop in! Ja, easy. So Leute, das war's mal von meinen Enduro Home Trails hier. Ist ja im Moment so die beste Möglichkeit, Fahrradfahren zu gehen. Auf Abstand und Distanz im Wald. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es der Fall ist, gerne ein Like da lassen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr neu hier seid oder das einfach noch nicht getan habt. Und im Shop vorbeichecken, wenn ihr ein bisschen warme Kleidung für den Winter braucht. Also, bis dahin, habt eine gute Zeit. Peace!